Die Polizei fahndet noch immer nach dem Täter, der in einem Istanbuler Nachtclub ein Feuer eröffnete und mindestens 39 Menschen tötete und 69 weitere verletzte. Die Polizei berichtet von einem Einzeltäter, der während der Silvesterfeier in Rana ein Feuer eröffnete, während einige Überlebende mehrere Angreifer gesehen haben wollen. Die Polizei fahndet noch immer nach dem Täter, dem die Flucht gelang. Weder die kurdischen noch die islamischen Angreifer, die die Türkei im vergangenen Jahr angegriffen haben und Hunderte von Menschen töteten, haben die Verantwortung für diesen Angriff auf sich genommen. Der Sicherheitsanalytiker und ehemalige Soldat Abdullah Aga findet, dass der Islamische Staat der Hauptverdächtige sei, obwohl dieser Anschlag nicht dem üblichen Muster der Gruppe entspricht, er sagte. Normalerweise dringen die islamischen Terroristen in das Ziel ein, um dort einen Selbstmordangriff zu begehen. Das, was wir im Nachtclub gesehen haben, war anders. Der Täter drang in das Ziel zwar ein und es gab auch einen Angriff, im Nachhinein flüchtete der Täter aber. Der Präsident der Türkei kommentierte diesen Vorfall. Wir sind uns bewusst, dass unser Land als Angriffsziel für verschiedene terroristische Organisationen dient. Alle Drohungen und Angriffe, die auf unser Land gerichtet sind, werden wir zerstören. Der Besitzer des Nachtclubs sagte, dass die Polizei und die Küstenwache die Sicherheitsbemühungen in den letzten 2 Wochen erhöht hat. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ist dieses beklagenswerte Ereignis leider doch passiert. Unter den 39 Todesopfern waren 25 Ausländer. Das amerikanische Konsulat in Istanbul hat seinen Bürgern empfohlen, sich vor Ort zu schützen und Bewegungen auf ein absolutes Minimum zu beschränken. Der Angriff hat gezeigt, dass Extremisten ihre aggressive Tätigkeit fortsetzen und auch andere Gebiete angreifen könnten, in denen sich auch US-Bürger aufhalten. Damit der Islamische Staat und kurdische Militanten von der Landesgrenze fernbleiben, hat die Türkei im August dieses Jahres ihre größte Offensive gegen Syrien gestartet. Türkische Beamten geben an, dass sie etwa 9% der 5000 Terroristen getötet hätten. Der Präsident der Türkei sagt Folgendes: Wir sind ein Land und eine Nation und wir werden gegen die terroristischen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Angriffe und Mächte kämpfen, und zwar bis zum Ende.